Okay, wir haben schon 18 Minuten durchgehalten. Fisch beginnt, Fahrzeuguntersuchung 3. Aber ich verrät doch kein Schwein, wie das funktioniert. Würden wir wenigstens sagen. Kann man auch das Auto nehmen? Schon mit dem Auto fahren. Bam, 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 bam. Boing. Sie können mir das denn? Ja, ja, ja. Schon mit dem Auto fahren, das ist toll. Ach, verdammt. Sag mal. Wenn sie mir unterwegs verraten würden, wie ich das mache, dieses Mustern. Was denkst du hier? Oh. Oh. Was schaut doch alles mit? Okay, mach mal die Tür auf. Dreh nochmal die Kamera. Scheiße. Okay. Zentrale an Capella Sumpf 02. Fahren Sie zur Wache Moor. Du bist ein Sumpf. Zwischen bei der Wache Moor. Gibt's da Moor was oder was? Was ist denn das für ein komisches Spiel? Es ist sehr realistisch. Die Autos fahren ja alle so cool. Oh, so. Alle Autos fahren so cool. Zentrale an Norbert Moor 02. Melden Sie sich. Halt die Schnauze. So. Wo ruckelt denn das? Rum, rum, rum. Wir fahren jetzt mal ganz gemütlich noch. Da fahren wir mal hin. Schulstein-Daumenbeck. Tissen und Flötzdorf. Aha. Also muss ich jetzt ins Visier nehmen, oder was? Funktionen. Aktionen. Fahrzeugmuster. Da war dran, oder was? Fahrzeug muss. Okay, geht nicht. Funktionen. Aktionen. Fahrzeugmuster. Fahrzeug untersuchen. Mach ich doch. Ach nee, das war. Ach, ich habe einen falschen, ich will da nicht stehen. Okay, da tun wir mal diesen Menschenschieber mal rausziehen hier. Wie geht das? Bleiben Sie in das Fahrzeug, fahren Sie daneben oder dahinter, um Verdachtsmomente zu erkennen. Du bist doch ein rumänischer Schleuser. Junge, dich, ja, verfolgen wir den halt mal. Der hat gesoffen. Der hat eindeutig gesoffen. Freunde, der hat gesoffen. Guck hier, guck doch mal, wie der fährt. Schlimmer als ich. Der hat eindeutig gesoffen. Den winken wir mal raus hier, den winken wir jetzt raus, den Junge, den holen wir uns, den kleiner Mann, den holen wir uns jetzt mal. Na schön. Du kleines, oh, noch. Ups. Okay. Anderes anziehen, Motor ausschalten. Und aussteigen. Wieso steigt er nicht aus? Sag mal, wollt ihr mich hier einfach bloß verscheißern? Nee, warum verlassen? F10 Funktionen. Licht zurück, Aktion. Fahrzeugmuster. Haben wir schon. Geschwindigkeit haben wir auch schon. Zentrale an Capella Sumpf 02. Melden Sie sich. Also, wir melden uns mal Blaulicht ein. Wir machen mal das Blaulicht ein. Weil damit sie auch alle wissen, dass wir den hier voll im Visier haben. Nicht? Und die Aktion. Fahrzeugmuster, der soll aussteigen, der Affenarsch. Hey, was ist das für ein scheiß Spiel? Funkstatus? Capella Sumpf 2. An Zentrale. IB auf Woche. Ja, wir melden uns mal ganz cool. Wir drücken mal F. Ah! So. Und der Delinquent hier. Vorsicht, Polizei im Einsatz hier. Wir haben hier einen Säufer an Bord. So, hallo Kollege. Machen Sie mal die Tür auf hier. Komm, machen Sie doch mal das Fenster unter die Tür auf. Guten Tag. Wissen Sie, wieso ich Sie aus dem Verkehr gezogen habe? Tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe Sie aus dem Verkehr gezogen wegen... Defekte, Delikte, Kontrolle. Wegen einer Kontrolle. Sie haben gesoffen. Wegen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Erstmal Dokumente her, hier. Ja? Kommt ran damit. Führerschein und Fahrzeugpapiere. Hier ist mein Führerschein und mein Fahrzeugschein. Ohohohoho. Vielen Dank. Ich kann Ihnen auch den Fachbrief zeigen, weil wir gerade irgendwie nicht finden. Ach so. Na dann, junge Dame, haben Sie Drogen genommen? Haben Sie Drogen konsumiert? Nee. Na gut. Hä?
Okay, bei der nächsten Verkehrskontrolle, wenn Sie mich das fragen, haben Sie Drogen konsumiert? Nö. Ach na gut, alles klar, dann geht's ja weiter. Aber du hast hier deinen Frachtbrief, hä? Alkohol? Hm? Haben Sie Alkohol getrunken, junge Dame? Naja, so ein Glas Wein vielleicht, das ist bestimmt auch schon ein paar Sekunden her. In Ordnung, den sollte ich lieber nachgehen. Komm, wollen wir mal raus hier. Gib mit mir mal auf den Strich, ich brauche Geld. Ich sehe leider die Notwendigkeit, dass Sie den Alkohol das durchführen. Und bitte blasen Sie mal mein kleines Röhrchen. Oh, das ist negativ, Sie haben 0,0. Sehr vorbildlich. Mhm. Dokumente ansehen. Ich sehe mir mal Ihre Dokumente an. 18.05.2008. Mhm. Ja, alles klar. Ja. Ja, ja. Ja. Aus Hohenzollern kommt sie, die Lisa. Mhm. Die Lisa Hohenzollern. Ja, ja. 56 geboren. Mhm. 25.975. Mhm. Daumen weg, Daumen weg. Aha. Ja, ja. Dann machen wir mal weiter. Wir funken mal unsere Leitstelle an. Ich möchte gerne einen Persönlichkeitsaufkunft über die Version. Bleiben Sie entspannt. Gehen Sie genannte Version. Liegt laut unserer Datenbank nicht vor. Ich will die jetzt überführen. Verbandskasten? Kann ich bitte in den Verbandskasten? Ja, selbstverständlich. Ich weiß nicht, wo er sich befindet. Ach, das kann passieren. Das passiert, wenn wir einen Unfall haben und die erste Hilfe leisten müssen. So ein Verbandskasten kann lebensrettend sein. Ja. Führen Sie verbotene Gegenstände mit sich? Nö, ich fahre keine verbotenen Gegenstände. Dann glaube ich Ihnen das. Also typische Verkehrskontrolle, also ist wirklich sehr realitätsnah. Also ich muss sagen, in meiner letzten Verkehrskontrolle war es genauso. Also das ist eine ganz tolle Verkehrskontrolle, liebe Freunde, das ist ganz toll. Meine Nerven. Komm, wir machen mal einen Drogentest bei der Schlünze. Ich möchte gerne einen Drogentest bei Ihnen durchführen. Der Test ist erfreulicherweise negativ. Du hast auch schön in mein Röhrchen geblasen und das hat mich auch so gefreut. Haben Sie denn ein Warndreieck mit? Kann ich mal bitte dein Warndreieck sehen? Natürlich, es ist gleich hier in meiner Hose. Danke für die Auskunft. Wir gucken mal den Ausweis an. So, 56 in Daumensbeck, Bundesrepublik Deutschland. Ja, 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 kann man den Ausweis irgendwie drehen oder irgendwas? Nein, kann man natürlich nicht. Mhm. Fahrzeugfunk? Ich möchte keine Auskunft über dieses Fahrzeug. Kein Eindruck, aber das Fahrzeug ist nichts. Nichts bekannt. Verstanden. Okay. Ich kann keine Probleme feststellen, Sie können einfach weiterfahren. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Allgemeine Dokument gefragt, allgemeine Fahrer untersucht, Achsen gewogen. Das würde ich ja gar nicht, ich hatte gar nicht angezeigt. Richtige Kontrollaktion, Bußgeld. Also Bußgeld. Aber wir haben 250 XP. Yeah, baby. So, los, steigen wir rein. Es muss weitergehen. Irgendwo finden wir noch einen, so einen miesen Delinquenten, den wir mies aus dem Verkehr ziehen können. So. Okay. Signale. Wir machen mal das blaue Licht aus. Zentrale an Capella Sumpf 01. Dann sind los. Komm, den Motor. Da ist in der Capella Sumpf 01. Funktion. Okay. Aktion machen wir schon mal, ja, und suchen mal den nächsten diversen Verkehr ziehen und dann schikanieren. Die Steuerung ist voll scheiße, Freunde. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Ja. Guck, wo ist er denn? Da vorne, er hat. Schnauze, der vorne ist verdächtig. Ich muss ihn mal rausziehen, sie haben mich gerade eben geworfen. Ey, was ist denn das für eine Kacke? Meine Nerven. Funktion, Aktion. Aktion, Sorgenkind, Freunde. So, machen wir mal Geschwindigkeitsmessung hier vorne. Ja, Achtung, ja, ja. Fahrzeug muss dann. Fahrzeug muss dann. Okay. Den haben wir. Warte mal, fahren wir mal rein hier. Okay, komm her, Junge. Komm mal her, mein Freund. Eieieiei. Ich riech da doch, da ist Alkohol und Drogen im Spiel. Das weiß ich ganz genau. Ich
Hopp, rechts ran hier, junger Mann. Oder junge Dame, oder wie auch immer mal zu hier haben. So, wir beugen mal dahinter. Weil dahinter können Sie wenigstens schön flüchten. So, jetzt machen wir erstmal unser Blaulicht ein. Na, bleibst du stehen? Bleib. Junge. Das gibt Ärger. Du wolltest flüchten. Du wolltest flüchten. F. So. Können wir schon unsere Knarre ziehen und den gleich einfach mal so erschießen? So standrechtlich? Ein Geisterpolizist. Hui! 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 Cool. So, komm her, Junge. Komm her, Freundchen. Guten Tag, ist Ihnen bewusst, weshalb ich Sie ins Verkehr gezogen habe? Ach, tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe Sie aus dem Verkehr gezogen, wegen... Defekte! Haha, defekt an dem Fahrzeug, ja. Ich werde dem jetzt mal eine allgemeine Kontrolle unterziehen. Du siehst aus, als hättest du gesoffen. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein, gar nichts. Na, dann würde ich das Ihnen mal glauben. Was ist das für ein dummer Bulle? Entschuldigung, nichts gegen Polizisten, aber das ist wirklich saudoof, der Kunde hier. Oh, mal Alkohol, das hier, das kann ich gar nicht glauben. Na, ja. Ja, bitte pusten Sie mal auf mein kleines Röhrchen. Ach, 0,0, sehr vorbildlich. Ich will Sie jemand verhaften. Haben Sie einen Verbandskasten? Dann kann ich den Verbandskasten sehen. Ach Mist, da fällt mir gerade auf, den gar nicht den Verbandskasten habe. Ach, das ist aber gar nicht gut. Was passiert, wenn der Unfall, ne? Du Alter, ich werde verhaften oder schießen. So. Das gibt ein Bußgeld. Es ist wirklich ärgerlich. Ich muss Ihnen ein Bußgeld und eine Mängelkarte ausstellen. Kann ich irgendwas machen? Da kann Verbandskasten. Dude. Ey, den würde ich gar nicht laufen lassen. Slide. Verdammt. Lösen, Motor starten, Signale, Blaulicht aus. Na, das sieht doch schon wieder voll verdächtig aus. Der ist verdächtig, das sehe ich doch schon. Ach, das sehe ich doch. Fahrzeug muss kommen. Klappe. Der hat mich gerannt. Der hat mich gerannt, die Sau hat mich gerannt. Aktion. Komm her, Junge, komm mal her, mein Freund. Komm mal her. So. Du bleibst mal schön hier, mein Junge. Du bleibst schön bei mir. Handbremse. Ausschalten. Ups. Ah, jetzt haben wir Delinquenten. Jetzt haben wir einen F. So. Moment. Komm mal her, mein Freund. Wer bist denn du? Wer bist denn du, was ich gesagt habe? Ach, tut mir leid. Ich kann einen blassen Schimmer haben. Ich habe wegen... allgemeine Verkehrskontrolle. Wegen einer allgemeinen Kontrolle im Verkehr. Gib uns mal hier deine Dokumente her, ne? Führerschein und Fahrzeugpapiere. Jo, bitte. Vielen Dank. Wir gucken uns mal die Dokumente an. Was haben wir denn hier? Aha, wie heißt sie denn? Delena Jung. Ist klar, da? Olga Gastler. Aha, 2011. Ja, ja. 2014. Aha, Ja, Führerschein. Aus Thyssen kommst du? Naja, da habe ich auch welche gekannt. Ja, da kann ich mal welche, du. Ach, das war eine verrückte Gang, war das, du. So, was haben wir denn noch? Fahrzeugfunk? Drogen? Alkohol? Haben Sie Alkohol getrunken? Nein, gar nicht. Dann will ich Ihnen das glauben. Ich bin nämlich ein vorbildlicher Polizist, das ist da. Alkoholtest. Bitte puste in mein Röhrchen. Das ist es negativ. Warum säuft denn hier keiner? Was ist das für ein scheiß Spiel? Drogen? Haben Sie Drogen? Was? Ich auf keinen Fall. Für mich ist ganz so von Drogen ein Zeichen des Versagens. Eieieiei. Was denken Sie denn von mir? Oh, mein Drogentest. Na, junge Dame. Negativ, sehr schön. Junge. Entschuldigung. Bleiben Sie entspannt, gegen die genaue Version liegt laut unserer Datenbank nichts vor. Oh, langweilig. Aber das Fahrzeug ist geklaut. So, den haben wir dann. Wir sind geboren. 91 ist sie geboren. Junges Ding. Ja, Moment.
Ich möchte mal gerne deinen Warnträger sehen, Baby. Natürlich, das hat er im 7. Kofferraum verstaut. Danke für die Auskunft. Ein Nachgucken tut er nicht, oder was? Der Verdummer. Nichts gegen Polizisten, aber der hier ist total cool, oder? Verbandskasten? Hm? Den hat hier keiner mit. Na klar, der befindet sich hinten im Kofferraum. Aha. Na gut, verbundene Gegenstände. Komm. Nö, ich führe keine Verbindung. Ja, da glaube ich dir das aber sofort. Aber die Pistole da hinten ist mir bitte weg, nicht? Ich wusste. Verhaften! Steigen Sie aus, ich nehme Sie mit ins Gewahrsam. Ja! Ja! Wir haben eine. Ja. Und wenn Sie Ihre Schichtaufgabe abgeschlossen haben, können Sie Ihre Schicht früher beenden. Fordern Sie dazu im Fahrzeug über das Aktionsmenü über F10 ein frühes Schichtende an. Wir haben die voll verhaftet. Die Kuh. Ich wusste, der Dreck am Stecken. So ist niemand. 3 für 3. Zentrale an Norbert Mohr 02. Fahren Sie zur Zentrale. Klar, mach ich. Lalalalalala, ich habe jemand verhaftet. Aber ich will ihn noch so zusammen knüppeln und so Pfeffer stehen zu so schmeißen und so Zeugs da. Ja. Upsi. Also die Steuerung ist wirklich sehr, sehr schwammig. Und die Grafik ist, naja, ich will nichts sagen, aber irgendwie wiederholt sich alles links und rechts. Egal, wo wir hinkommen. Das sollen 40 Kilometer sein. Ja, soll ich denn rüberkommen? Will mich verarschen? Ich bin jetzt keine 40 Kilometer hier abgefahren. Ich komme so verarscht vor. Komm ich hier rüber? Ach ja. Nee, doch nicht. Hä? Hallo? Ich brauche mir, wenn der mich rüberhebt. Hallo? Kuckuck. Bei GDO kann ich jetzt rüberspringen. Ja. Hä? Komm ich hier rüber? Hör mal da rüber! Geh weg, du bist doof! Hä? Aber jetzt? Nee. Hä? Will ich irgendwo abbiegen? Hier komm rausfahren. Komm mal hier raus. Bleib, ey, Moment mal, Vorsicht hier, ne? Oh Mann, ja, Junge, Junge, Dame, 100 kann man hier fahren. 100? Ich fahr genau 100. Ups. Okay, ich muss rausfahren. Und wir bremsen mal auf. Rum. Sag, ich bin so ein vollbildlicher Polizist, was? Ja. Ich bin so vorbildlich. Lalalala. Also wo können wir hier noch treuen oder was? Oh ne, noch Dresen. Thesen, Dresen, sei es gewesen. Hinter Stuhl und hinter Dresen. Eins an Zentrale. Oder was denn ja? Kann ich jetzt mal hier. Alte Schnauze. Heilige Klappe. Ich muss hier runterfahren. Wow. Bin ich jetzt runterfahren? Bin ich dann wieder rüber? Ja, richtig. Ich schaff das nie wieder zurück. Kacke. Ey, dieses Spiel braucht direkt den X11, ne? Zentrale an Norbert Mohr 01. Ey, ich hab doch Hammer. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.